Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal zur Abwechslung eine Runde FIFA Karriere. Wir machen eine Karriere mit Al-Nassr. Davor zeige ich euch mal das Team, was ich aufgebaut habe. Ich habe es jetzt nicht zu OP gemacht, weil es sonst ja langweilig wäre. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar gute Spieler drin. Ich meine, so Cristiano Ronaldo, Talisca lasse ich drin. Ich habe auch an sich überall nicht übertrieben, so ganz entspannt. Hat gemacht. Ich wollte es hier nicht Messi, Neymar, Mbappé und so reinballern, da hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen hier auf der Bank noch ein paar Spieler. Ospina, Luis Gustavo sind hier auf der Bank geblieben. Ramos haben wir hier. Red, Ödegaard, Sauber und Adeyemi. Aber an sich ist das Team echt ganz entspannt. Und wir machen damit jetzt ein, zwei Spiele. Jetzt das erste. Gegen, ja, kann ich nicht aufbrechen. Saudi-Arabisch. Tarun, sag ich einfach mal. Also alter Huhn. Halbzeit geht nur 3 Minuten. Das heißt, insgesamt geht das Spiel 6 Minuten. Das heißt, ich denke mal, wir machen 2 Spiele. Nicht wundern, aber bei der Stimme, ich bin auch ein bisschen erkältet. Aber sonst ist alles gut. So. Ich bin mit der Kamera. Ist echt chillig. So. Aber wir holen jetzt beide Siege. Also. So. Aber man will kassieren ist ja nicht so viele Gegentore. So, jetzt geht's über der Nase. So, wie gesagt, ich habe es mit dem Team nicht sehr übertrieben. Wir spielen auch auf Weltklasse. Das heißt, immer weniger Zeit quasi, um Tore zu schießen, weil wir haben insgesamt jede Halbzeit nur 3 Minuten auf Weltklasse. Klar, Saudi-Arabische Liga ist jetzt nicht gerade gut, aber trotzdem haben wir es mal auf Weltklasse einfach mal gestellt. Damit es überhaupt ein bisschen eine Herausforderung ist. Weil ich jetzt hier, warum schießt der? Ich will eine Schussantäuschung machen. So, damit es halt nicht jetzt zu einfach wird, wenn ich jetzt Profi mache, ich würde ja locker zweistellig die ganze Zeit nur gewinnen, das wäre übelst langweilig. Und ich will es halt ein bisschen spannend haben. Talisca kann das 1-0, ja. So. Ich denke mal, es werden in nächster Zeit auch öfters Videos kommen. Und wie ihr es wahrscheinlich auch schon gesehen habt, was ist denn jetzt passiert? Der Controller hat sich disconnected. Ey, mitten in der Aufnahme, egal. Scheiß drauf. Lass mal nochmal neu connecten. Und das hier ist mal wieder Großbild. So, jetzt geht's wieder. So. Also es werden jetzt öfters wieder Uploads kommen. Ich würde ja eigentlich gerne Livestreamen auf YouTube, weil ich ja halt auch mehr Follower, Abonnenten halt habe. Also auf Twitch. Aber, ja. Falls ihr nichts zu tun habt, kommt mal von YouTube darüber zu Twitch. Ich werde da ab und zu auch streamen. Hauptsächlich eigentlich am Wochenende. Manchmal auch in der Woche, aber hauptsächlich eigentlich am Wochenende. Und wie ihr es wahrscheinlich auch schon gesehen habt, am Anfang habe ich mir ein neues Intro erstellt. Was jetzt einfach für mich ein bisschen besser ist, habe ich ein bisschen was zu tun auch, wegen Einfügen und alles. Und ja, sonst gibt es nicht viel zu sagen. So, erstmal müssen wir jetzt hier die beiden Spiele gewinnen. Rashford, Ronaldo, hier. Ein schönes Netz rausholen. Wird aber anscheinend nichts. Ich verstehe auch nicht, wieso er den Step zurück macht. Das habe ich ein bisschen wenig verstanden. Lag aber auch ein bisschen an der Annahme. Ja. Kann jetzt hier nicht großartig viel sagen, aber. Ja. Wie gesagt, es kommen jetzt öfters Uploads. Auch ein bisschen was von allem. Also Minecraft, Fortnite, FIFA. Vielleicht doch mal NBA-Upload, wenn ich da Bock drauf habe. Aktuell spiele ich ja eigentlich nicht so NBA. Oh, wir kassieren noch ein Gegentor. Endlich mal ein bisschen Spannung hier. Deswegen, sie strengen mich halt doch wirklich null an, ne? Deswegen, ich will jetzt einfach nur mal ein Video aufnehmen. Weil ich habe mir ein neues Schnittprogramm runtergeladen und ich will es mal ein bisschen einweihen.
und probieren, so was ich so machen kann. Da wäre ein erstes Video dafür echt gut. Aber ich habe noch nicht verstanden, wie ich das als Video speichern kann. Muss ich dann auch noch mal gucken. Doch, ich habe verstanden, wie man es als Video speichert, aber mit der Länge weiß ich nicht. Da muss ich mal gucken. Das an sich, ich weiß, da habe ich auch vorhin probiert, schon mir ein Intro zu erstellen. Beziehungsweise ich hatte ja schon ein Intro, aber ich muss halt Musik hinzufügen. Und irgendwie durch die Musik ging das Ganze irgendwie 3 Minuten, weil es irgendwie das ganze Lied genommen hat, anstatt nur den Teil, den ich eigentlich haben wollte, mit dem Intro. Aber ich denke mal, das kriege ich mit Video und Intro, weil ich habe jetzt ein Intro. Soll ich das eigentlich hinkriegen? Aber wir müssen das Spiel eventuell trotzdem gewinnen. Weil ich mit Einlasser gerade echt gut in der Tabelle stehe. Frisch, ja. Ist halt der echt nur der zweite Goat, ne? Messi ist halt immer noch der erste Goat. Und Messi wird auch immer bleiben. Also, ich so, es ist klar, ihr Barca, was ich mitbekommen habe, haben Schiris gekauft in den letzten Jahren. Oh, Digga. Das kann Messi dafür. Ohne Witz, was kann Messi dafür? Messi, ich denke mal, wenn Messi davon gewusst hätte, hätte er, glaube ich, vielleicht nicht mal bei Barca richtig lange gespielt. Also ich bezweifle, dass er so gerne, wenn die Schiris gekauft sind, spielt er, glaube ich, nicht gerne. Aber das ist jetzt auch gerade eigentlich egal. Man kann jetzt ja nicht mal wieder bei reingehen. Wechseln, nee. Ja, okay, die Ecke war es dann auch schon wieder. Der Talisca ist so groß, egal. Warum ist er so groß? Wir sind ja nicht mal die Gegner im Angriff. Warum ist Malasia hier drüben? Ich weiß es nicht. So. Oh, endlich mal einen guten Pass gespielt. Und der war nicht mal im Abseits. Warum legt er sich den vor? Also, ich sag ehrlich, manchmal ist das Spiel so hart verbuggt, da hätte ich einfach am liebsten direkt Bock, das Spiel zu löschen. Ich mach's aber einfach nicht. Dann lade ich sie eh wieder runter und dann spiele ich sowieso wieder. So kenne ich mich. Vielleicht kommt auch Rocket League Content, GTA, muss ich mal gucken. Also was für Content jetzt genau dann kommt, weiß ich nicht. Das wird spontan von mir dann einfach entschieden. Was ich bringe, wenn ich dann Content bringe. Also wieder, es wird ein bisschen öfters was kommen. Jetzt zwar nicht daily, aber so wöchentlich denke ich mal mindestens ein, zwei Videos. Und auf Twitch natürlich die Streams, das heißt, schalte da auch ein. Link packe ich in die Videobeschreibung. So, anders als Aliska, den muss er machen. Richtig. So, jetzt ist schon mal wieder in Führung. Weil mit einer Aste will ich schon Meister werden hier in der Liga. Vielleicht erstelle ich dann auch mal eine Karriere mit meinem eigenen Spieler. Also ich erstelle mich dann quasi. Macht dann eine Karriere bei irgendeinem Drittligist oder so. Mal gucken. Und dann spiele ich mich hoch in die Profiligen. Also klar, dritte Liga ist auch schon Profi eigentlich, also Profibereich, aber so erste Bundesliga ist ja dann auch nochmal Next Level. So, das Spiel haben wir jetzt schon mal gewonnen. Das ist auch schon mal ganz gut so. Aber ich muss sagen, Cristiano Ronaldo in-game fühlt sich irgendwie nicht so geil an. Auch im Real Life spielt er aktuell nicht so gut. So, Interview machen wir nicht. Wir haben übrigens Xavi als Trainer. Also, ja. Nicht wundern. So, wir haben Posteingang, neue Nachrichten. Nee, das juckt nicht. So. Dann machen wir jetzt noch ein Spiel. Wo wir jetzt aber nur mal die Höhepunkte spielen. Aber nur die Angriffe auch, weil die Verteidigung bringt mir eh nichts. Und dann beende ich das Video auch schon. Bin nebenbei im Hintergrund mit Leuten im Discord. Die hören mich gerade nicht und ich höre auch die gerade nicht. Deswegen ist auch gerade ganz ruhig. Sonst würde ich jetzt gerade auch das Video nicht aufnehmen können. Wenn es ein bisschen sehr laut wäre, wäre ich entweder vom Discord runtergegangen. Oder ja, so war es halt einfach.
Weil ich war eh schon davor auch die ganze Zeit gestorben, weil ich mein Intro ein bisschen probiert habe, was zu machen. So, Ronaldo macht schon mal das 1-0, das ist wichtig. So, Alter, wie viele Chancen kriegen wir denn hier? Kriegen wir so viele Chancen oder was? Warum sind Mittelfeldspieler hinten? Ja, wie? Okay. Nehme ich auch. Und es steht unentschieden. Aber Ronaldo steht in der Spitze, aber ich glaube, der steht im Abseits. Ich glaube, da steht kein anderer. Wohin? Wohin? Ich habe ja nicht mal Pass gedrückt. Ich habe bei Rashford nicht Pass gedrückt. Ja, gut. Spiel ist mal wieder verbuggt, ne? So, das habe ich jetzt gedrückt. Und Cristiano macht das Ding. Ich sag ehrlich, ich war auch früher, ganz früher, da war ich irgendwie vielleicht 8, 9 Jahre alt, war ich der absolute Cristiano-Fan. Mittlerweile absolut nicht. Ich hatte damals sogar Trikots von dem, was heißt Trikots? Ich hatte ein Trikot von dem, das war halt nicht mehr original. Aber ich war, ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, kein einziges originales Trikot. Ja, doch eins. Eins habe ich, aber halt nicht so mit Namen hinten drauf. Ich habe ja quasi mal bei einem Sportcheck oder wo das war, mir ein Dortmund-Trikot gekauft, weil die meisten wissen, dass ich Dortmund-Fan bin. Champions League-Niederlage, beziehungsweise Champions League aus. Bisschen traurig gewesen für mich. Auch gegen Schalke 2-2. Aber immerhin keine Niederlage gegen Schalke. Das wäre größte Blamage, glaube ich, gewesen. Ich sag ehrlich, ich habe auch nichts gegen Bayern. Also ich bin zwar absoluter Dortmund-Fan, aber wenn jetzt diese Dortmund-Fans irgendwas posten, ja, Bayern wird eh nicht Meister diese Saison oder so, das kann ich absolut nicht ab. So. Also, ja, das war's dann mit dem Video. Ich denke mal, es kommen jetzt in den nächsten Tagen, wie gesagt, wieder ein paar Videos. Will ein bisschen aktiver werden, damit auch eventuell ich mehr Reichweite aufbauen kann. Dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.